Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Luna Silverstar Story Complete. Nachdem wir uns in der letzten Folge mit dem amtierenden Bürgermeister der Stadt Meribia, Mel, duelliert haben und haushoch verloren haben, wollen wir uns doch jetzt mal noch ein wenig in der Stadt umsehen und schauen, ob Ramos nicht vielleicht den besagten Drachendiamanten schon verkauft bekommen hat. Vielleicht haben wir ja Glück und haben ein ganz schönes Sümmchen ausschlagen können, oder er zumindest besser gesagt. Dann kann er vielleicht auch gleich wieder nach Hause gehen. Ich meine, weiß ja keiner, wie viel Geld er jetzt wirklich dafür haben möchte. Das hat er selbst uns nicht gesagt. Wollen wir mal schauen. Alex, es wird noch eine Weile dauern, bevor ich den Preis bekomme, den ich haben möchte. Das wollte ich wirklich irgendwas sagen. Mal schauen. Na, der erzählt uns auch nur ein bisschen Geschichte, bla bla bla. Ja, es scheint wirklich noch eine Zeit zu dauern. Dann wollen wir doch mal schauen, ob wir Nash finden. Weil irgendwie, was war das? Black Rose Street. Irgendwie für die Magier. Aber wo könnten die sein? Irgendwie vielleicht irgendwo in einem der Häuser? Keine Ahnung. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt echt gerade keine Ahnung, wo er in irgendeiner Form rumsteht. Müssen wir jetzt echt mal gucken. Statuen, ne. Licht einer. Wollen vorbei, alter Mann. Ja, übrigens, ein wunderbarer Geruch. Ist das Ode billiger Whisky? Ja. Sir, Sie werden sich erkälten, wenn Sie hier draußen schlafen. Seid ruhig. Das ist die Stadt der Freiheit. Ich kann machen, was ich will. Kann schön Mädchen nachstellen, trinken, bis ich nicht mehr gerade ausgucken kann. Ganz genau, ich liebe diese Stadt. Wie dem auch sei, und tschüss. Nee, du, mit solchen Leuten möchte ich nichts zu tun haben, damit habe ich in meinem Leben schon genug gehabt. Aber wo zum Henker ist Nash? Irgendwie wundert mich das doch ein bisschen, dass wir den bisher nicht gefunden haben. Weil Black Rose Street, also die schwarze Rose Straße, wenn man das jetzt mal übersetzen würde, müsste ja hier irgendwo sein. Das Blöde ist natürlich, wir haben jetzt hier nirgendwo Straßenschilder oder sonst was. Mal schauen. Das sieht auch nicht so aus, als ob er hier wäre. Wo könnte denn jetzt sein? Wo könnte denn jetzt sein? Hier vielleicht irgendwie beim Itemladen oder so? Hier sind auch nur zwei alte Leute. Du stehst mir im Weg. Na, lass mich. Danke. Mal gucken, das ist der Itemladen. Ja, obwohl, das hier könnte es sein, oder? Mal schauen. Nee, das ist auch nur wieder unser... Das ist nur ein Waffenladen. Aber ich sehe gerade, der hat... Wenn ich das richtig sehe... Ja, einen Stab für Nash. Den nehmen wir doch gleich schon mal auf Vorrat mit. Aber das hilft uns irgendwie auch noch nicht weiter. Wo zum Henker könnte der denn sein? Hier im Itemshop doch wahrscheinlich auch nicht, nein. Kann ich mit dem Schild über dem Kopf rumlaufen, wo groß drauf steht, Nash, wir suchen dich oder so? Mann. Was haben wir denn? Na, das ist Hinterhof vom Laden. Mal gucken, kriegen wir die Truhe hier auf? Schon mal nicht. Wäre ja auch zu schön gewesen. So. Nash, 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 wo bist du jetzt schon wieder abgeblieben? Hier haben wir ja auch schon. Wo könnte er sein? Ich habe gerade echt keine Ahnung, wo Nash rumläuft. Ja, noch ein Haus, hier waren wir ja noch nicht drin. Sieht aber auch nicht wirklich danach aus. Wisst ihr, woran mich diese kleine Koboldin... Okay, jetzt habe ich mich schon verraten. Dieses kleine Mädchen mich erinnert? Secret of Mana. Beziehungsweise auch Secret of Mana 2. Da gab es ja auch eine Koboldin mit so einer Kappe auf dem Kopf. Naja. Nutzen wir erstmal die Statue, um uns zu heilen. Wir haben ja doch von Mel ziemlich auf den Nuss gekriegt. Na? Ja. Wollte gerade wohl nicht. Waffenladen. Hier haben wir noch ein Haus, wo wir noch nicht drin waren. Haben wir hier vielleicht Glück? Na, lass mich doch mal da hoch. Nee, auch nicht wirklich. Nash, 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 wo bist du schon wieder? Du wolltest doch eine Weile in der Stadt bleiben. Hättest du wenigstens irgendwo ein Signalfeuer aufstellen können oder sonst irgendwas in der Richtung.
Oh, mal rausgehen. Ach so, hier geht's weiter mit der Stadt. Okay, da muss man sich nicht wundern, dass man ihn nicht findet. Was haben wir denn hier? Feinste Geräte Schuppen auf der Black Rose Street. Ach, das ist ein eigenes Viertel von der Stadt. Das muss einem ja auch mal gesagt werden. Aber wollen wir mal schauen, was hat er denn so? Okay, ich revidiere meine Aussagen von den ersten Folgen. Es gibt Starlights zu kaufen. Allerdings ist der Preis nicht gerade wenig. Ich glaube, da würde ich lieber mal drauf verzichten. Aber wir merken uns das auf jeden Fall mal vor. Was stehst du hier so an der Seite? Wir brauchen eine Einladung von der Gilde? Warum? Ja, redet mit der obersten Priester oder... Ja, ist jetzt schwierig zu sagen. Also dem obersten Priester oder der obersten Priesterin am Schrein. Welcher Schrein? Den sie für unsere Welt gemacht hat. Ach, der Altina-Schrein? Warum sollte der Anführer vom Altina-Schrein eine Einladung für die magische Gilde ausgeben? Na, das ist jetzt eine gute Frage. Aber dann wollen wir mal schauen. Gibt's hier vielleicht noch mehr Sachen für Nash? Sieht nicht so aus. Irgendwie gleich. Aber vielleicht kriegen wir hier eine bessere Rüstung noch für Luna, weil Magier sind ja allgemein dafür bekannt, dass sie eigentlich leichte Klamotten tragen. Und Luna ist ja nicht unbedingt so auf schwere Rüstungen aus. Wollen wir doch mal schauen. Na, Luna mal gucken. Ja, das passt doch sehr gut. Dann wollen wir mal schauen. Armschienen noch. Stammband braucht sie nicht. Und dann können wir auch gleich den alten Schneider verkaufen. Hauen wir das noch raus und das noch raus. Ich werde diese Folge übrigens als Doppelfolge aufnehmen. Auch als kleine Entschuldigung dafür, dass über die Ostertage nichts kam. Also wird diese Folge etwas länger werden. Oh, da wollen wir mal schauen. Wir haben Nash immer noch nicht gefunden. Wo ist er denn? Na, kommen wir mal hier ins Haus. Ah, da haben wir noch. Und dass es passiert ist. Ich habe immer noch nicht herausgefunden, ob der Gesang der Schlüssel ist. Aber ich habe eine starke Vermutung, dass es so ist. Gesang? Schlüssel? Redet ihr etwa von Luna? Nash? Deine Freunde sind hier. Alex, Luna, habt ihr jemals daran gedacht, anzuklopfen, bevor ihr reinkommt? Das scheint mir jetzt wohl ein bisschen peinlich zu sein. We seem to have guests, but I welcome those pursuing knowledge, as always. For you see, I am a student of knowledge, past, present, and future. I can foretell many things in the future. So, let's see your future. That's why you came to me today, isn't it? Uiuiuiui. Also auch wenn sie ja scheinbar nur, laut ihrer Erzählung gerade, eine Wahrsagerin ist, irgendwie ist mir die nicht ganz geheuer. Wir sind eigentlich nicht gekommen, um irgendetwas zu lernen. Wir sind eigentlich nur hier, um Nash zu finden. Richtig, Luna. Oh, wirklich? Von dem kleinen Blick in deine Zukunft, mein Kind, wären meine Dienste sehr, sehr hilfreich. So viele von deinen Fragen über dich selbst könnte ich beantworten. Ich glaube da nicht so ganz dran. Und du, Alex, du versuchst der größte Held zu werden, den unsere Welt je gesehen hat. Aber du bist doch viel zu schwach für einen Drachenmeister. Du bist nicht fähig, Macht und Reichtum über Freunde und Familie zu stellen. Und das wird dein Untergang sein. Ich dachte eigentlich, dass sowas Tugenden eines wahren Ritters sind. Egal ob jetzt Drachenritter oder sonst irgendeine Art. Seit wann? Wer weiß. Andere Länder, andere Sitten, ich hab's ja schon gesagt. So, und was ist meine Zukunft, Lady? Deine Pfoten zu lecken und Haarballen auszuspucken, kleine Katze.
Es ist schon eine Beleidigung zu glauben, dass ich meine Energie verschwenden würde, um für so ein Mistvieh in die Zukunft zu schauen. Ich bin keine Katze. Stimmt, du bist eine Katze mit Flügeln. Wie man das jetzt nennt, weiß ich nicht. Nash, was hast du uns denn jetzt zu sagen? Alex, Luna, habt ihr eure Tour durch die Stadt beendet? Ja, die ganze Zeit auf Kaldor Island oder Isle in Einsamkeit zu leben, ihr müsst ja ziemlich überwältigt sein. Ich bin sicher, ihr werdet euch schnell daran gewöhnen. Und wenn nicht, dann werde ich wohl noch sehr viel Spaß darüber haben. Nash, über was hast du mit dieser Nash, über was hast du mit dieser Wahrsagerin geredet? Meinst du, sie kennt einen Zauberspruch, um eine miese Frisur wieder auszubügeln? Das war jetzt ein Tiefschlag. Du kleines, blödes Ding. In Wirklichkeit habe ich sie... Naja, es ist egal, was ich sie gefragt habe. Es geht euch eh nichts an, oder? Oh, ich weiß, was du sie gefragt hast. Du hast sie gefragt, ob eine Frau sich in deiner Zukunft sehen lässt. Nash will eine Freundin. Viel Glück, Tiger. Ja, was auch immer. Aber sie ist mir echt... Royce heißt sie. Sie ist mir irgendwie unheimlich. Willkommen, meine Kinder. Ich bin Royce. Ist dort eine Geliebte, den du suchst? Ein Geschäft, wo du meine Hilfe bei brauchst? Oder eine Frage in einer Herzensangelegenheit? Was immer dein Problem ist, ich habe die Lösung. Alex, ich weiß nicht warum, aber ich fühle mich seltsam und nervös. Nicht nur du, lass uns lieber hier verschwinden. Die ist mir echt nicht geheuer. Wer weiß, was das für eine komische ist. Ich hoffe, die sehen wir nicht nochmal wieder. Gefällt mir ja gar nicht. So, dann wollen wir lieber nochmal bei Ramos vorbeischauen. Vielleicht haben wir ja jetzt Glück. So, ja, die laufen jetzt gerade von alleine, also scheint sie zu laufen. Du verstehst nicht, das ist ein Drachendiamant, frisch aus Quarks mächtigem Drachenhort. Er gibt diese Diamanten nicht an jeden, weißt du? Oh, mehr oder weniger. Woher soll ich denn wissen, ob das nun ein wahrer Drachendiamant ist? Wir hatten eine sehr harte Zeit mit Drachenzirkonen in der letzten Zeit. Wir haben hier wohl irgendwie jeden Tag mindestens einen Idioten, der hier reinkommt und meint, er hätte irgendeine Art Drachendiamant. Na, aber was ich zugeben will, es ist der schönste Edelstein, den ich jemals gesehen habe. Sollen wir es dir irgendwie schriftlich geben? Hör zu, ich will nicht abstreiten, dass dies ein sehr, sehr schöner Diamant ist, auch wenn er ein wenig komisch riecht. Ja, wenn du wüsstest, woraus er gemacht ist, würde dich das auch nicht wundern. Aber wie könnt ihr erwarten, dass ich glaube, dass das ein wahrer Drachendiamant ist? Solange der Drache nicht selbst bereit ist, hier hinzukommen und eure Geschichte zu unterstützen, werde ich dir niemals das bezahlen, was du dafür haben willst. Geizkragen. Sei bitte nicht sauer. Ich weiß, wir können immer noch ins Geschäft kommen. Na, ich kann den Händler aber irgendwie verstehen. Na. Hey Alex, hast du dich mit Master Mel getroffen? Ich verhandle immer noch mit diesem Typen über den Diamanten, aber ich glaube, ich muss ihn für wesentlich weniger verkaufen, als es wert ist. Es tut mir leid. Na, es wäre schön, wenn du ihn überhaupt los wirst. So wie es aussieht. Ich habe dir jetzt schon ein paar Mal gesagt, mein kleiner Junge. Dies ist ein wunderbarer Stein. Aber ein Drachendiamant? Nein, nicht wirklich. Es weiß nicht mal jemand noch, wie man die Drachen heutzutage findet. Noch weniger dann natürlich, wie man Diamanten von ihnen bekommt. Okay, okay.
Also wie viel willst du uns dafür geben? Für einen Diamanten von diesem Kaliber würde ich euch 20.000 geben. Aber das ist auch mein einziges Angebot. Es ist auch deine Entscheidung, Alex. Was machen wir? 20.000? Das ist natürlich nicht wenig, aber... Ich meine, wir haben diesen Diamanten immerhin von Quark persönlich gekriegt. Wir wissen ja, dass die Geschichte war. Ich glaube, wir können mehr kriegen. Ja. Ist es so, mein Kleiner? Naja. Du bist gerne dazu. Du kannst gerne wiederkommen und dich umsehen. Aber du wirst keinen Laden finden, der dir auch nur die Hälfte von dem bietet, was ich dir geboten habe. Immerhin bin ich der reichste Juwelier in Meribia. Sieht so aus, als müssten wir ihn... jetzt haben wir den gleichen Dialog nochmal. Jetzt sieht so aus, als müssten wir diesen Diamanten wirklich für diese 20.000 abtreten. Naja. Wird wohl passen müssen, ne? Hehe, exzellent. Ich gehe hier kurz nach hinten und hole euer Geld. Und gebt mir den Diamanten, sodass ich ihn in meinen Safe packen kann. Und wartet hier vorne. Warte mal, geh mir ihm jetzt den Diamanten mit, damit er nach hinten in den Laden gehen kann, den Diamanten dort verstauen kann und gleichzeitig unser Geld holen kann? Nee, das funktioniert nicht. Luna guckt sich auch schon um. Ich verstehe nicht, was ihn so lange daran aufhalten kann, 20.000 Gold zu zählen, Alex. Naja, vielleicht ist es so schwer für ihn, um das alles auf einmal hier nach vorne zu tragen. Wir haben schon selbst so viel Gold mit uns fast rumgetragen. Aber der lässt sich echt Zeit. Ich hoffe doch mal für ihn, dass er nicht abgehauen ist. Alex, irgendwas stimmt nicht. Hallo? Dross? Wo bist du? Alex! Ramos! Dross ist weg! Und doch, der Drachendiamant! Wir wurden gelingt! Bitte schlag mich nicht! Ich habe gerade erst angefangen hier zu arbeiten. Ich weiß nichts. Und ich kenne auch niemanden. Warum geht ihr nicht zu Master Mel und redet mit ihm? Vielleicht könnte er euch helfen. Das ist alles meine Schuld, Alex. Ich hätte wissen müssen, dass Dross ein Betrüger von Anfang an war. Ich wurde so begeistert, dass ich mich hab reinlegen lassen. Es tut mir leid. Ja, Ramos, jetzt haben wir natürlich den Ärger am Hals. Aber wohin ist er denn abgehauen? Er muss doch hier irgendeine Möglichkeit gehabt haben, hier wegzukommen. Wollen wir doch mal runter ins Lager gucken. Hallo? Eine Menge Stadtbewohner haben erzählt, dass seltsame Geräusche von der Kanalisation nach oben dringen. Also hat Master Mel mich hier runtergeschickt, um die ganze Sache zu untersuchen. Aber ich habe zu viel Angst, noch weiter dort runter zu gehen. Irgendwas, was dort unten ist, könnte mich vielleicht fressen. Kleiner Feigling. Aber so wie das aussieht, haben wir hier schon eine Brücke im Weg. Wie kriegen wir die denn runter? Was haben wir denn da für einen Knopf an der Wand? Ums. Und da fährt sich die Brücke runter. Das ist doch schon mal ganz angenehm. Da können wir wenigstens dann schon mal mit arbeiten. Dann wollen wir uns hier nochmal ein bisschen umgucken. Was haben wir denn da? Ja. Bleib mir weg. Ich mag keine Schlangen. Obwohl. Wir sind ja eigentlich ganz gut trainiert. Wir sind ja auch mit dem ersten. Hier kommen wir auch nicht lang. Dann müssen wir uns wohl mit der anlegen. Wollen wir nochmal. Mal schauen. Grog-Schlangen. Haben die jetzt irgendwie zu viel getrunken oder so? Ich weiß es nicht. Na, wollen wir mal schauen. Die halten ja gar nichts aus. Ja, schon fast langweilig. Luna. Na, kriegt's dann nicht alleine tot, schade. Und, ach, ist ja gar nichts, was die an Schaden machen. Wollen wir lieber sehen, dass wir hier mal schnell durchkommen. Zack, zack, und weiter geht's. 108, das passt auch ganz gut. Stocken wir unsere Vorräte wieder ein bisschen auf, was das Geld angeht. Nach den ganzen Einkäufen für die ganzen Heilsachen und so weiter auf dem Schiff. So, das kriegen wir... Na, ich weiß nicht, ob hier unten irgendwas auf uns wartet. Da hebe ich mir doch lieber die Magiepunkte noch so weit wie möglich irgendwie auf. Wir haben ja genug Heilkräuter und Heilnüsse und so weiter eigentlich dabei. Es sollte eigentlich kein Problem sein, dass wir da
in irgendeiner Form uns die MP aufsparen. Und Ramos ist vergiftet. Ja, okay, das hebt sich eh nach dem Kampf von selbst auf. Dann hauen wir die jetzt mal eben kurz einfach weg und... Na, das ist auch kein Problem. Schauen, zack, das war das Ding auch. So, und weiter geht's in der Kanalisation von Meribia. Wollen wir mal schauen, haben wir schon wieder so eine hochgeklappte Brücke und da ist auch schon wieder ein Schalter. Wollen wir mal schauen. Ja, der klappt runter, aber ich würde trotzdem erstmal gerne... Okay, dieser Umweg hat sich dann auch erledigt, der war ja relativ kurz. Schauen wir hier, können wir durch zur Natur und finden noch ein Starlight. Das ist doch nicht verkehrt. Eins weniger, was wir uns kaufen müssen. Kann man hier auch irgendwie runterlaufen? Nein? Nee. Leider, leider nicht. Hier oben ist auch nichts. So kommt man hier rein. Noch ein Starlight. Und du kannst mich mal gerne haben. Oder auch nicht. Gut, dann töten wir sie halt. Dürfte ja auch keine Schwierigkeit sein. Erster Schlag, zweiter Schlag. Luna schafft sie ja leider Gottes noch nicht mit einem Hit. Und Ramos kommt ja irgendwie nicht ran. Der gewinnt ja keine Statuswerte seit Level 13 oder 12 mehr dazu. Was ich immer noch ein bisschen ärgerlich finde eigentlich. Also irgendwie kündigt sich das ja für mich auch an, dass er dann bald wohl die Gruppe verlassen will. Weil wenn er die ganze Zeit im Level nicht mehr aufsteigt, dann wäre es ja irgendwie sinnlos, dass er dann noch sehr viel länger dabei ist, weil irgendwann würden ihn die Bosse automatisch töten. Also erstmal hier die komischen alkoholisierten Schlangen oder was es auch immer ja darstellen soll. Ich weiß nicht, für mich erinnern die sich irgendwie an große, aufgeblasene Quallen anstelle von Schlangen, aber naja, das muss wohl jeder selber wissen, wie man sich diese Gegner vorstellt. Ja. So. Wollen wir mal schauen. Was haben wir denn jetzt hier unten? Mehrere Wege und Fische. Irgendwas so eine Art Piranhas. Müssen wir da auch noch durch, oder was? Gut, so. Du gehst da ins Wasser. Ja. So, versuchen wir... Okay, stehen lassen kann man die auch nicht. Die kommen beim Ausarmen auf einmal aus dem Wasser entgegen. Na, was haben wir denn eigentlich? Fatalhoppers. Okay. Wie man diesen Namen jetzt auch immer auslegen mag. Mal schauen. Aber die machen den nicht als... Ja, sie können sich aber ganz gut weit bewegen. Und, boah, das ist doch schon ein bisschen mehr Schaden als bei diesen komischen Schlangen. Ja genau, Ramos, greif du mal irgendjemanden an, wo es keinen Sinn macht, weil er sowieso schon noch keinen Schaden gekriegt hat. Du hättest natürlich auch den töten können, den Luna vorher angegriffen hätte. Aber so weit denkt die KI dann ja leider Gottes doch nicht. Mann, lass doch Luna in Frieden. So, muss Alex wieder regeln. Wollen wir gleich mal gucken, was in der Kiste drin ist. So, also ganz wenig hier, 250. Ist auch nicht verkehrt. Mal schauen, können wir hier runter? Ja, okay, man hätte da theoretisch scheinbar runtergekonnt. Aber dafür müssen wir auch erst wieder mit diesen Fischen fertig werden. Wieso sind überhaupt Fische in einer Kanalisation? Ich meine, wenn man sich das jetzt wirklich mal vorstellt, was ja eigentlich in einer Kanalisation ist, dann möchte ich nicht wissen, wie diese Fische da drin überleben. Ich will es mir gar nicht vorstellen, ganz ernsthaft nicht. So. Also mal alle Angriffe machen. Ein bisschen Glück sollte es ja reichen, bevor Ramos da in irgendeiner Form umfällt. Ja, geht auf Alex, das ist schon mal gut. Um den nach unten mache ich mir Sorgen. Da könnte es... Ja. Yeah. Das war Ramos. Autsch! Finger weg von Alex. Dadurch nichts getan. Na, zumindest nicht so, woran ihr euch noch erinnern würdet. So. Ramos wird ja eh automatisch wiederbelebt. Hm? Ach. Kratzt Nash die dann nach dem Kampf auf? Manchmal? Das ist natürlich auch ganz interessant eigentlich. Aber ich lasse es mir trotzdem nicht nehmen, da jetzt erstmal hier ein paar Heilkräuter zu verwenden. Erstmal, dass wir die schon mal aus dem Inventar loswerden. Weil wir können ja demnächst sowieso auf die Healing Nuts dann umsteigen. Um mit denen dann die Gruppe weiter oben zu halten. Die heilen ja sowieso wesentlich mehr.
Und dann sind wir die Kräuter wenigstens schon mal los, bevor man sie einfach nur an den NPC verkauft, haben sie so wenigstens noch ein bisschen Sinn, das was sie damals geholt hatten. Oh, auf Anhieb sofort irgendwie scheinbar ist die Brücke und da ist der Schalter. Dann haben wir doch nicht die richtige Richtung erwischt. Aber wo müssen wir denn dann lang? Muss natürlich schon hier vorne fast irgendwo sein. War ja klar, dass es die Ecke nicht sein konnte. Mal schauen, ob wir hier durchkommen, ohne dass wir uns kloppen müssen. Ja, okay, bis auf diese paar komischen aufgeblähten Schlangen. Aber schon mal kein Problem, das ist schon mal gut. Ja, die Folge wird dieses Mal wesentlich länger, weil ich die Kanalisation nämlich noch abschließen möchte eigentlich. So, dass man immer sagen kann, in einer Folge zumindest dann auch das komplette Dungeon drin und dass man da nicht abhacken muss. Aber wenn es wirklich zu lange dauert, dann werde ich da auf jeden Fall einen Zweiteiler draus machen. Aber ich werde einfach mal versuchen, ist hier so... Wow! Was ist das denn? Böse Geister. Geister, ja, hoffentlich... Achso, man kann sie ganz normal hauen, dann ist ja gut. Aber die halten ganz gut was aus, wenn selbst Alex zweimal draufhauen muss. Mal schauen, der Schaden ist eigentlich noch ganz human, der liegt ungefähr da, wo die Fische auch waren. So. Ein Glück, dass es nur drei waren, wer weiß, was da sonst noch gekommen wäre. Weil man kann ja auch immer wieder an den Bewegungen der Gegner während des Kampfes, dass man die Brücke da runterklappen, kann man übrigens auch erkennen, oder zumindest abschätzen, was für sie für Aktionen dann im Kampf machen wollen. Ich werde da wahrscheinlich spätestens beim nächsten Bosskampf oder bei Gegnern, wo man es wirklich deutlicher sehen kann, das nochmal genauer anmerken, dass man es sich vorstellen kann. So, jetzt sind wir hier oben. Können wir da auch durch? Ja. Und jetzt können wir hier dann wiederum die Brücke für da hinten runterlassen. Jetzt dürfen wir noch wieder durch die ganzen Fische zurück. Na, schönen Dank. Aber wie gesagt, erkläre mir bitte jemand logisch, wieso hier Fische leben. Also... Ne, ich will es mir nicht vorstellen. Ich will es einfach nicht. Ich probiere es nicht mal. So, wo machen wir jetzt runter? Machen wir hier? Ne, hier was. Hier kommt kein Fisch mehr hoch, der hier rüber will. Wollen wir nochmal schauen, was uns jetzt erwartet, wenn wir hier über die Brücke gehen. Erstmal eine Kiste mit einem Herb. Nochmal so ein fliegendes Auge. Da würde ich jetzt aber gerne einfach mal stehen lassen. Aber nochmal 250. Da scheint ja dieser Droll, der uns da beschissen hat, wenn er hier wirklich... Wow. Der uns hier versucht hat, wegen dem Drachendiamanten zu bescheißen, irgendwie ganz, ganz eindeutig mehrere Sachen schon hier unten gebunkert zu haben. Ich meine, da finden hier Kisten ohne Ende mit Geld, mit Herbs, halt alles so, was auch so ein Händler eigentlich hat. Also ein NPC. Und dann scheinen wir ja wohl nicht die Ersten gewesen zu sein, die er irgendwie versucht hat, übers Ohr zu hauen. Was zum... Aua! Was muss doch nicht sein! Was bist du überhaupt? Dahinter versteckt. Eine Anemone. Ja, sowas in der Richtung. Ja, jetzt wird's... Aua, Mann. Ah, das war's dann wahrscheinlich für Alex. Das ist jetzt natürlich ein bisschen arg ärgerlich. Aber ich denke mal, das könnten die beiden auch noch schaffen. Zumindest hoffe ich, dass sie es tun. Ramos kratzt ja auch schon. Das war Ramos. Und er hat zwei Angriffe pro Runde? Das gefällt mir jetzt gar nicht. Ach, sieh mal einer an. Nash kann die Leute während des Kampfes wiederbeleben. Dann hat es ja doch einen Sinn, dass er da oben rumfliegt. Das finde ich jetzt nicht schlecht. Alex ist eigentlich schnell genug. Dürfte dann mit denen fertig werden, bevor sie zu gefährlich werden, ja. Ja, genau. Kratz Ramos noch eben kurz auf. Das war jetzt aber wirklich schon arg eng. Das hätte ganz, ganz schief gehen können. So, einfach mal wieder ein paar Herbs verblasen in dem Moment. So, Alex mal vollheilen. Luna vollheilen. Na, so haben, wie gesagt, es wenigstens einen Sinn, dass wir uns damals die ganzen Herbs gekauft haben. So. Haben wir noch einen Durchgang. Auch versteckt. Da haben wir noch so ein... Ne. Ach, ne. Bleibt mir doch alle weg. Ich habe euch nichts getan. Lasst mich alle in Ruhe. Okay, er ist auf jeden Fall schneller wie wir. So. Wir sind eigentlich soweit fit, aber ich versuche trotzdem mal... Na gut.
Normalerweise bin ich ja nicht unbedingt so der große Fan von Wegrennen, aber manchmal ist es doch praktischer, wenn man die Gegner lieber irgendwo links liegen lassen kann, als dass sie einem permanent auf die Nerven gehen. Jetzt müsste nur noch das Auge da hinten verschwinden. Dann könnten wir da oben mit diesem komischen Geist-Feuerball-Ding. Wow! Das sind nun wirklich nicht gerade wenig. Mal schauen, dass wir gleich zügig durchkommen. Aber das sind nur drei Stück. Die können wir eigentlich wegmachen. Man will ja auch nicht die komplette Erfahrung links liegen lassen, die es jetzt hier gibt, weil wenn es da wirklich so viele sind. Und wie gesagt, ich will nicht unbedingt gleich am Anfang hier jetzt schon die ganzen MP rausblasen und dann, falls hier unten uns irgendwie noch was Größeres über den Weg läuft, dann da ohne MP stehen. Und dass man dann eventuell den Kampf verliert und dass man dann nochmal durch die komplette Kanalisation rennt. Ah, Alexander, Level Up, das ist auch sehr schön. Das kommt ja eigentlich genau richtig. Ja, er kann noch ein Feld wieder weiterlaufen. Luna auch noch ein Level Up. Irgendwas Neues dazu. Nee. Ramos, Level 16. Keine Stats, keine HP, nichts. Der Junge wird so langsam ein bisschen unnütz. Habe ich irgendwie so das Gefühl, aber naja. Wie gesagt, ich weiß ja nicht, was da jetzt noch genau uns erwartet, was mit Ramos dann passiert. Ich meine, es muss ja irgendeinen Grund haben, warum sie ihm keine Statuswerte mehr gegeben haben. Auf der anderen Seite könnte man jetzt natürlich auch meinen, wir sind massiv überlevelt, weil er ja schon vor ein paar Leveln eigentlich den Stat Grow, wie man es ja jetzt auch nennen könnte, eingestellt hat. Jetzt ist natürlich die Frage, warum? So, das waren die. Gucken wir mal weiter. Dich versuche ich jetzt mal oben stehen zu lassen. Also zieh Leine. Ich habe gesagt, zieh Leine. Na toll, jetzt haben wir den da oben festgesetzt und... Ah, kriegen wir doch noch. Sehr schön. Wenigstens vor dem unsere Ruhe. Hier geht's nach oben. Hier ist es ja noch nebeliger. Himmel hilf. Jetzt haben wir hier nochmal ein Gegengift. Noch ein Starlight. Hier nochmal ein Gegengift. So, und nur aus reiner Vorsicht, weil hier ist es noch nebeliger und da unten steht Droll. Und irgendwie traue ich der ganzen Sache nicht über den Weg. Also werde ich jetzt mal jedem Charakter zwei hier... Na? Ach, hat Alex wieder die Taschen voll? Ja, natürlich. Gut, dann nehmen wir erstmal die ganzen Heilkräuter und so weiter an Norl weiter. Dass wir da wenigstens die Taschen mal leer kriegen. Und dann verteilen wir mal ein bisschen die Items aus Sicherheitsgründen, weil wie gesagt, irgendwie ist mir das ein bisschen spanisch. Sagen erstmal jeder zwei Healing Nuts. Haben wir genug dafür in der Tasche. Geben wir, ich würde sagen, die Luna nochmal separat einen Starlight mit. Und ja, dann nehmen wir besser noch ein Angels Tear mit. Und jeder, das ist noch, ja, jeder noch zwei Gegengifte. Davon haben wir doch jetzt einige gefunden. Das ist ein bisschen verräterisch. Und wir haben immer noch die Seife. Ja, mal schauen, vielleicht finden wir immer noch die Schleife dazu. So. Muss nochmal aus Sicherheitsgründen nochmal speichern. Seit wir am Save hier gespeichert haben, nicht mehr gespeichert. Uiuiuiui. Über eine Stunde schon wieder her. Gut. So, dann wollen wir mal schauen, was Droll uns denn jetzt als Entschuldigung zu sagen hat. Da bist du, du Dieb! Nun gib uns unseren Diamanten zurück. Und zwar jetzt! Ich weiß nicht, wie ihr Kinder mich gefunden habt, aber es macht keinen Unterschied. Und zwar, weil ihr nicht lange genug leben werdet, um euren Weg herauszufinden. Hier, mein Junge, das ist es. Hier! Hallo! Was ist das denn? Alex, was ist das? Überrascht, Kinder? Ich bin ziemlich überrascht. Ich bin selbst ziemlich verwundert. Ich wusste nicht, dass mein kleines Tier hier unten so schnell so groß wachsen würde. Oder dass ich ihn dazu benutzen könnte, Nervensägen wie euch loszuwerden. Mach dich bereit, Alex. Dieses Haustier sieht aus, als hätte es Hunger. Ja, no, das könnte man jetzt aber auch über dich sagen. Gut, wir kämpfen gegen einen Wasserdrachen. Na schön, dann wollen wir doch mal schauen. Alex, dasselbe wie das letzte Mal aufpumpen. Luna, du verziehst dich bitte erstmal nach hier hinten, weil wir haben hier etwas weniger Platz. Ja, und Ramos, du, hau's drauf.
So, jetzt sieht man hier auch sehr, sehr schön, dass der Drache zum Beispiel jetzt gerade so ein bisschen Feuer ausstößt. Und kommt dann so ein richtig böser Feuerangriff bei rum. Und anhand dieser Bewegung, die er jetzt immer noch macht, erkennt man halt pro Kampf oder pro Runde, was er machen möchte. Also er will diese Aktion jetzt nochmal machen. Deswegen werden wir mit Luna jetzt einfach nochmal alle heilen, weil Alex ist ja auch nicht ganz fit. Aber er macht einen guten Schaden. Luna darf die ein bisschen hochheilen. Und nochmal Ramos. Danke. Ja, Noel, da bist du ja wenigstens einmal zu was nütze gewesen. Spart mir nämlich den Einsatz von einem Item. So. Meine kleine Du. Oder haben wir noch einen stärkeren Heal oder irgendwie sowas? Monster wegschicken, hypnotisieren. Nee, eigentlich nicht. Gut, müssen wir versuchen, Ramos so zu heilen. Und darf er nochmal draufhauen. Ich stelle auch gerade fest, das war irgendwie eine blöde Idee der Person, die die wenigsten HP hat. Wieso greifst du? Auch nein. Ich hab sie angreifen lassen, ich Esel. Schon 61. Oh, meine Güte, macht der Junge einen Schaden. Das geht ja gar nicht. Ja, komm, haut auf. Schauen wir mal, muss, wie weit du kommst. Ich will die Healing Nuts jetzt noch nicht verwenden, weil ich nicht weiß, wie viel HP er hat. Schon wieder eine Fire Cross 64. Nein! Ach, Menno. Gut, Luna, du heilst sicherheitshalber Ramos. Und Ramos benutzt den Angels Tear. Er kann ja zum Glück Alex wiederbeleben, weil er das Item dafür hat. So, das dürfte ihn noch fit genug machen, um die Fire Press zu überleben. Wenn auch knapp. Wollen wir doch mal schauen, wie wir das jetzt weitermachen. Alex steht ja wieder mit vollen HP. Ich würde sagen, der zieht sich jetzt erstmal ein bisschen zurück, dass er außer Reichweite von dem Drachen ist, weil er kann ja sowieso zaubern. Oder noch zumindest. Luna heilt Ramos nochmal. Ramos, du ziehst Leine, du hältst sowieso nichts aus. So, vielleicht haben wir ja irgendwie Glück. Man sieht jetzt, dass er kein Feuer aus seinem Maul spuckt. Also was hat er jetzt vor? Ja, das kannst du gerne öffnen. Ah, willst du nochmal beißen? Sehr schön. Das macht nämlich wesentlich weniger Schaden. So. Jetzt können wir mit dem Cascade Song Alex nochmal ein bisschen verstärken. Und Ramos, ach, du haust drauf, Hauptsache irgendwas Sinnvolles. Jetzt ist natürlich der Schaden runter, weil der Vigor-Zauber sich aufgelöst hat. Müssen wir den gleich nochmal nachholen. Aber wenigstens ein bisschen mehr Defense, das ist schon mal wichtig. Und, hey! Die Frauen hier in Ruhe lassen, ja? Man hält aber doch eine ganze Menge aus. So. Dann wollen wir doch mal nochmal Vigor. Dir hatte ich das Starlight gegeben, genau. Das gibst du dann mal bitte danach. Alex? Ramos? Doch nochmal draufhauen. Da er jetzt in der Runde nur zubeißt und das ja nicht ganz so stark ist, würde ich dann nämlich eher sagen, wir heilen gleich nochmal die ganze Gruppe. Und heben uns die Healing Nuts nochmal einen kleinen Tick auf. Jetzt will er wieder Feuer spucken. Ja, obwohl, das dürfte sich mit dem AE-Heal eigentlich gut ausgehen. Einmal das. Einmal das. Ramos, ja, mach was du willst. Du darfst das Kanonenfutter in der ersten Reihe stehen jetzt. Wie kann man sich auch einen Wasserdrachen als Haustier halten? Oh, meine Güte. Irgendwie habe ich das Gefühl, der Junge will uns wirklich zum Mittagessen haben. Na, heil den erstmal, aber da kommt nämlich noch eine Fire Press. Oder vielleicht können wir der entgehen. Ich probiere das jetzt einfach mal. Vielleicht haben wir irgendwie Glück, dass er gar nicht so weit atmen kann. Na, es sei denn natürlich, Ramos ist zu langsam. Aber die Verteidigung reduziert auch den Schaden davon. Das ist natürlich ganz interessant zu wissen. Gut, Alex darf nochmal, Luna darf Ramos nochmal heilen und Ramos darf schön in der Gegend rumstehen. Mal oh, schauen, wie willst du denn Alex? Ja, na, der kann das ab. So, nochmal eine Gruppenheilung und Ramos darf wieder Kopf einziehen.
Irgendwie fehlt mir jetzt Nash. Ich könnte mir vorstellen, dass der als Wasserdrache doch sehr, sehr empfindlich gegen die Donnerzauber gewesen wäre. Na, hey, der vergiftet ja auch noch Leute. Ja, dann kommt Ramos ja doch noch ein bisschen zum Einsatz. Healing Song. Du darfst mal eines von den Gegengiften einsetzen. So. Und du schöne Rache. Oder auch nicht schön, je nachdem, wie man es sehen will. Du darfst auch gerne mal so langsam den Löffel abgeben. Sonst geht's dir aber noch gut, oder? Du kannst ja auch ein bisschen übertreiben. Wir haben keine MP mehr. Jetzt wird's widerlich. Gut. Alex. Oder, Moment. Lassen wir mal über die AI laufen. Vielleicht hat die ja noch eine Idee. Oder? Nein. Besser nicht, sonst benutze ich noch irgendein Heil-Item, was ich noch nicht möchte. Luna, du darfst Ramos heilen. Ramos darf sich einmal selbst entgiften. Sag mal bitte nicht, dass du nicht auf Nahkampfreichweite rankommst. Und die ganzen ersten Bisse vergiftest du nicht und jetzt auf einmal mit jedem Schlag. So ein bisschen. Ja, genau, und jetzt noch Feuer spucken. Schönen Dank auch. So, Luna. Ich würde mal sagen, du machst nochmal einen Cascade-Song, aber diesmal auf Ramos, der zumindest ein bisschen länger steht. Und Ramos, du stehst in der Ecke und siehst schön aus. Oder probierst es zumindest. Vielleicht doch mehr als ein Starlight mitnehmen sollen. Ja, und da bringt ihn das Gift um. Jetzt haben wir ein Problem. Wir haben keine Möglichkeit, ihn wiederzubeleben. Vielleicht doch irgendwo noch... Obwohl, wir konnten ja bisher nirgendwo Angel's Tears kaufen. Was machen wir denn da jetzt? Weil... Das ist jetzt ein bisschen arg nervig. Dann heißt es wohl Ramos auf und Attacke! Hey! Doch so viel Schaden. Da will man sich gleich heilen und Ramos, ja. Auf wie viel Distanz gehst du? Achso, nur damit du deinen Hals dabei ausstrecken kannst. Und Ramos kommt natürlich nicht ran, weil er natürlich zu weit weg ist. Ach, meine Güte. Okay, kann ich natürlich nicht. Ich lasse einfach mal die AI machen, vielleicht kann die ja noch irgendwas retten. Ich glaube es zwar irgendwie nicht wirklich, aber man kann es ja zumindest hoffen. Nee. Ramos kommt immer noch nicht ran und der Drache macht sich jetzt vorne einen Spess, genau mit ihm die ganze Zeit tot zu beißen und irgendwann gehen Luna natürlich die MP aus. Also merke, im nächsten Bossversuch, welcher dann aber auch wirklich erst im nächsten Video sein wird, mehr Starlights einpacken. Gott, das ärgert mich jetzt. Ja, Luna versucht noch gegenzuhalten, was er kann. Das wäre jetzt natürlich der Oberhammer, wenn sie es jetzt irgendwie schafft, jetzt mit dem Hit ihn platt zu machen. Das ist jetzt nicht wahr! Okay, doch kein erster Bossversuch. Luna, unsere kleine Bogenschützin, rettet den Tag. Und den Abschluss zu diesem Video. Ich glaub es nicht. Das war jetzt mehr Glück wie Verstand. Gut, aber was Dross uns dazu zu sagen hat, zu dieser wahrhaften Einschreiten der Glücksgöttin. Und wenn wir unseren Drachendiamanten wiederbekommen, und was ist mit Nashs komischer Wahrsagerbekannte? Vielleicht werden wir es herausfinden in der nächsten Folge. Bis dahin, alles Gute und tschö tschö.